Zuvor bei Star Wars The Old Republic. Hi. Könnt ihr mich hören? Ein Sandsturm stört die Übermittlung. Wollte ich auch gerade sagen. Der Droide hat eine unterirdische Signatur angepeilt. Es muss sich um ein Artefakt in der Cherka-Basis handeln. Wir haben außerdem eine Art aufgezeichnete Nachricht gefunden. Ich möchte, dass meine Bedenken aufgezeichnet werden, bevor noch mehr Leute verletzt werden. Ich mache mir Sorgen wegen des Geräts. Seine Energiewerte schwanken immer noch und es versucht, sich mit den kleineren Artefakten zu verbinden. Ich denke, es ist eine Waffe. Vielleicht eine Bombe. So Prinz Theorie, es würde sich um ein Werk der Gree-Enklave handeln, ist albern. Wir haben bereits Hinweise auf eine Zivilisation, die Tatooine besucht hat. Und es waren nicht die Gree. Wir haben ähnliche Technologie in den kaschikischen Schattenlanden gefunden. Ich bin mir sicher, das unendliche Reich steht mit den Ursprüngen des Geräts in Verbindung. Egal, was andere sagen. Und ich bin es leid, ignoriert zu werden. Zweite Ebene. Alter. Alter, Bruder Marschaller. Das ist schon krass, ne? Ja. Oh ja, die können hier aber auch schon wieder Schaden lösen. Die halten gar nicht so wenig aus. Ja, der hier hat 9000 Leben, den ich gerade kille. Ist da gerade einer von denen die in die Decke reingeflogen? Was? Es sah so aus. Der hat auch dein Hex. Ja. Hier ist das Artefakt, Bruder. Alter. Alter. Krass, krass, krass. Ja, Häkchen, ja. Und jetzt? Häkchen? Oh. Jetzt aber. Finde ich auch. Wie das mich einfach gar nicht juckt. Ja. Alter. Und jetzt liege ich trotzdem am Boden. Finde ich auch. Was zeigt der denn? Ihr nennt euch der Gefangene? Jetzt stehst du auf einmal wieder. Was? Kann ich das? Oh. Ich kann die Untertitel nicht lesen. Achso. Die sind immer zu schnell weg. Ja. Eine strenge Strafe. Was hattet ihr vor? Wenn Herr der lässt Akkulite vergessen. Der Dave Mulle hele. Sie ist nie für da. Das macht Senke Hujo. Maestrame Hiruba. Nice. Was sagt er denn? Der will
Der gehört zu ihrer Kater, ist 20.000 Jahre lang im All rumgetrieben, weil er halt die dunkle Zeit verstehen wollte und das verboten ist. Und jetzt will er unsere Galaxis zerstören, weil er die als unvollkommen ansieht. Wow. Und ein neues, unendliches Reich erschaffen. Immer diese komischen Rakata. Alter. Alter. Klone. Sieht so aus. Alter. Als ob die uns aufhalten können. Ja. Was, die stecken aber schon rein. Ja. Ja, nicht alle von denen. So, da ist der endlich tot. Bedjemen, Lemeta, Entirons. Sinieste Hedruli, das Brulifehe dan Dankwa. Das Matzenke Hijum, Maestrame Hiruba. Was? Er hat gedacht, er wäre auf uns vorbereitet, aber scheinbar nicht. Ja, oh, easy. Und er gesteht seine Niederlage, weil wir einfach zu krass sind. Ja, oh, geil. Wollt ihr noch etwas sagen, ehe ich euch vernichte? Im Gegenzug für eure Dienste verschone ich euch. Seid dankbar. Nice. Wir haben den gerade versklavt. Oh, easy. Naja. Gehen wir mal einen Bericht erstatten, ne? Ja. Mann. Also jetzt haben wir nicht nur einen eigenen Kult, jetzt haben wir auch noch... einen eigenen Virus. Ein Alien, der wie Virus funktioniert und alles kontrolliert, was er einsteckt. Ja. Ja, also warum sind wir noch von dem Parator, kann uns das vielleicht mal sagen? Ja, das kommt noch. Ich finde eigentlich, du brauchst in so einem Spiel, vor allem wenn du halt sowas hast wie diese große leere Wüste, ein Schnellreisesystem. Ja. Dass du einfach auf eine Taste klickst und von mir aus dann von einem Speeder abgeholt wirst, der aber schneller ist als das Ding, mit dem du unterwegs bist. Ja. Deswegen sage ich ja, das ist echt unnötig mit den Speedern. Mit dem Hin- und Herlaufen und so. Ich hoffe, wir würden jetzt alleine spielen, wenn ich diese Reisen immer reden. Alter, hätte ich echt gar keine Lust drauf. Lol, die hat pinke Blitze. Alter, Palpatine? Ja, okay, die waren eher lila, die waren nicht so richtig pink. Ja, ne? Ich muss sagen, was mir fehlt, ist, dass du so unterwegs einfach eine Schnellreise zumindest in die nächste Stadt machen kannst. Ja. Vielleicht nicht unbedingt zu dem Zielort, wo du hin musst, weil du dann halt einfach hier durchjumpen könntest. Aber halt zumindest, dass du immer in die nächste Stadt könntest. Ja. Und dann von da aus läufst. Hi. Hi, na. Ja, es ist so. Ne. Ja, das zieht sich halt immer so, und das ist so behindert für die Aufnahmen. Alter, da sind wir wieder. Krass. Ja, Alter. Darf ich den Planeten jetzt verlassen, bitte? Ich will nicht mehr.
Ich meine, wir müssen ihm jetzt eigentlich sagen, hier, wir haben's und dann... Ja, dann legen wir den um und dann gehen wir. Ja, ich wette, der sagt jetzt, wir können das Ding doch nicht behalten, das hat meine Männer getötet und dann töten wir ihn und gehen. Ja. Oh, ihr seid zurück? So schnell habe ich euch nicht erwartet. Eure Macht ist beeindruckend. Sogar unter den Sith. Ihr wollt sicher ruhen, aber sagt mir doch, habt ihr die Artefakte gefunden? Ja, aber ich hatte Hunger, ne? Was? Du hast die Artefakte gegessen? Ja. Ich habe nur dieses Gerät gefunden. Sperrt es weg, berührt es nicht. Denkt nicht einmal darüber nach. Ich weiß eure Vorsicht zu schätzen, aber das ist nicht meine Entscheidung. Ich gebe den Rat an das Forschungsbüro weiter. Wie dem auch sei, tolle Arbeit. Ihr habt das Blatt dieser Expedition gewendet. Nach den ganzen Rückschlägen hätte ich nie gedacht, ich würde je einen Missionsbericht einreichen, geschweige denn einen Sieg verkünden. Ja. All das dank mir. Ja, nimm das mal. Ich hab schon was anderes genommen. Wenn ich nicht hier gewesen wäre, würdet ihr immer noch nach Cherkas Droiden suchen. Und vielleicht hätten wir die Javas nicht gefunden und das erste Artefakt nicht aktiviert. Schwer zu sagen. Da Darth Silta tot ist, übernehme ich. Wenn ihr je unsere Hilfe braucht, ihr wisst, wo ihr mich findet. Nice. Oh, ja. Dafür seid ihr kaum qualifiziert. Er soll voll wegroasten. Ja. Nein, aber cool. Lalalala. Ihr seid gar nicht mal so ungeschickt, Captain. Ich denke an euer Angebot. Ihr seid zu gütig. Sichere natürlich. Reise da draußen. Inbrünstig. Seid vorsichtig. Ja. Diese Galaxie ist der Alter. Wenn man sie gesehen hat, neigen sie dazu, den Blick zu erwidern.